So, meine lieben Zuschauer, ich grüße Sie recht herzlich zum JFD Live Trading TV, zum EZB-Event. Und wir schauen direkt mal hier in die Newsline. Und da ist wenig überraschend, das festzustellen, was wir schon erwartet haben. Im Prinzip kaum Veränderungen. Also hier so gut wie gar keine letztlich. Der Leitzins bleibt bei 0,05% und auch die anderen Punkte wie hier der Ausleihungssatz und der Einlagesatz, das bleibt alles gleich. Also insofern keine Überraschung und genau dies zeigt auch hier entsprechend die Grafik oder die Bewegung hier am entsprechenden Devisenmarkt. Wir gehen jetzt mal hier in die untergeordneten Timeframes, speziell jetzt hier aktuell mal den DAX im M5. Keine große Aufregung und insbesondere darum geht es ja jetzt speziell dem Euro-US-Dollar. Im M5 oder auch gern mal im M1 mal geschaut, hier letztlich keine Bewegung. Man darf jetzt gespannt sein, ob hier was passiert, wenn Mario Draghi 14:30, also in knapp 40 Minuten, 39 Minuten jetzt genau, hier dann ans Mikrofon tritt und Statements verlauten lässt. Dann darf man mal gespannt sein, wie sich das hier dann auf Euro-US-Dollar auswirken wird. Wir sehen, hier hat sich im Prinzip nicht viel getan. Wir sind zwar unterhalb des Pivot Points des heutigen, das ist hier. Dieses Niveau von 1,063, da wird es spannend, wenn wir drüber gehen. Und insbesondere hier die Average True Range gibt auch noch Spielraum. Und wie in dem Artikel unlängst ja auch schon dargestellt, haben wir hier noch circa vom aktuellen Tageshoch ausgehend bis zum Tagestief rund 30 Pips Potenzial. Beziehungsweise vom Tageshoch, schrägstrich vom Tagestief, dann entsprechend auch hier nochmal 30, 40 Pips nach unten. Und dann wären wir so in der Region der gestrigen Lows and Highs. Das wird spannend, was da passiert, wenn heute, wie gesagt, hier nochmal so ein bisschen der Hammer fällt in Sachen weiterer Verwässerung des Euros, dann können neue Tiefs nicht ausgeschlossen werden. Das Big Picture hatten wir heute Morgen auch schon besprochen. Sie wissen, dass Euro-US-Dollar im übergeordneten Abwärtstrendkanal verweilt und hier letztlich weitere Tendenzen nach unten aufwirft, wenn es denn neue Tiefs gibt. Aber der Bereich 1,05, 1,0462 genau, der dient hier durchaus einem möglichen Comeback nach oben. Da bleiben im Prinzip hier die bullischen Marktteilnehmer im Vorteil. Zwecks der News Order kam auch just schon im JFD-Testtop eine Meldung diesbezüglich. Die Orders werde ich dann gleich mal einpflegen. Da geht es speziell darum, dass wir hier im Bereich, lassen Sie mich kurz schauen, 1,062, aber das ist direkt mal fix, gerade mit einer Horizontallinie, um die Marken mal so zu benennen. 1,062,57 auf der Oberseite und auf der Unterseite wären das dann hier entsprechend 1,5621. Das wären die Rahmenparameter, das wären die Levels, auf die es ankommt. Und insbesondere wenn Euro-US-Dollar diese Niveaus verlässt, hier nach oben hinaus, da liegt auch knapp drüber der Pivot Point, sind anziehende Notierungen erwar zu erwarten, geht es hier hingegen auf neue Tagestiefs unter 1,05628, dann wäre es hier durchaus eine Option, in Richtung weiter fallende Preise zu spekulieren. Der EZB-Tag ist ja auch bekannt dafür, dass es hier eine Overrange gibt. Euro-US-Dollar bislang 94 Pips gelaufen. Sprich, wenn neue Tiefs kommen, haben wir eben die 30, 40 Pips nach unten und gehen wir unter das gestrige Tief, besser gesagt, dann kann eben hier die Marke von 1,0462 durchaus ein Ziellevel sein. Und das würde jetzt hier, Sie sehen es mal pauschal, nochmals knapp oder über 100 Pips entsprechen, die Euro-US-Dollar dann hier nach unten korrigieren könnte. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir werden sehen, was 14:30 Uhr passiert. Am Ende vielleicht gar nicht und wir oszillieren dann hier seitwärts. Dann hat es eben so sollen sein, aber wir warten mal ab und schalten uns dann hier 14:30 Uhr, kurz nach 14:30 Uhr auf jeden Fall nochmal in den Markt, um zu sehen, was Euro-US-Dollar macht, ob es hier zu einer möglichen Ausbruchsorder gekommen ist und insbesondere auch, was der DAX macht, ob er hier aus seinem Seitwärtsschlaf, den wir jetzt hier schon seit dem Vormittagshandel sehen, hier erwachen kann und entsprechend nach oben auftritt. Es wird sicherlich spannend, zumindest waren die letzten Events immer spannend. Und insofern warten wir mal ab, was der Tag uns noch bereithält. Wenn Sie noch Anregungen für einzelne Aktientitel oder dergleichen haben, einfach den Streampost zur Ankündigung der laufenden Sendung verwenden und ein kurzes Kommentar hinterlassen. Denn heute habe ich noch ein Anlagevehikel im Fokus zur Analyse. Aber wenn es dann speziellen Wunschtitel Ihrerseits gibt, keine Scheu, ruhig angreifen. Dafür sind wir ja da, dass wir da hier Abhilfe schaffen können. Gut, liebe Zuschauer, dann wäre es das im Prinzip schon für die kurze Beschau gewesen. Denn, wie gesagt, die Orderschnittpunkte sind hier erteilt.
Letztlich wollen wir mal sehen, was der Preis selber macht. Ich werde nachher noch Live-Orders in den Markt geben. Schauen wir mal, ob das dann 14:30 eben zur entsprechenden Aktivierung kommt. Wenn nicht, dann hat es eben so sollen sein. In dem Zusammenhang, liebe Zuschauer, würde ich mich freuen, wenn wir uns nachher nochmals wiederhören ab 14:30. Bis dahin erstmal noch eine sonnige Zeit. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.